Leute, wir befinden uns jetzt hier am Weißflügeljoch. Auf knapp etwas über 2600 Meter. Und ja, schauen wir mal, welchen Trail wir jetzt fahren. Ob wir hinten rüber fahren Richtung Klosters oder ob wir jetzt wieder runter nach Davos fahren. Ich denke mal, da entscheiden wir jetzt gleich hier unten spontan. Seid ihr dabei? Mal gucken, ob es hier runter geht. Okay. Hört sich gar nicht aus. Doch, ich war hier schon mal, schon ein Jahr her. Ach so. Fahren jetzt einfach mal. Irgendwo muss es dann gleich irgendwo links gehen, weißt du? Ja. Wie gestern im Video bei Leo und beim Fabio. Ich meine, wir werden noch letztes Mal hier runtergefahren. Und einmal da hinten, auf der Seite. Grüezi, Dankeschön. Tag. Ja, ist ja schon eher zu fahren, oder? Ja. So, los geht's. Ich glaube, das ist ein Teil des Strehlerpasses. Bisschen stark gebremst auf der Vorderradbremse. Damit der Hose am Sattel hängen geblieben. Da kommt richtig so der Profi-Biker in mir raus. Ja, hier ist auch mal wichtig, nicht zu schnell fahren, lieber ein bisschen langsamer. Weil ich weiß nicht, ob man auf der Kamera sieht, aber hier ist es ja schon so. Ich schätze mal so 100 Meter, 45 Grad Winkel rechts runter. Und ja, wenn du dich hier legst, ein bisschen abkullerst, die ganzen Steine, ich glaube, das ist nicht so gut. So, da vorne kommt jetzt Wanderer. Ganz wichtig hier in Davos. Wanderer und Biker teilen sich die Straßen, die Wanderwege. Und nehmt Rücksicht. Ich werde auch gleich ein bisschen langsamer fahren. Ich hoffe, dass die mich gleich schon hören oder sehen, dass ich nichts sagen muss. Grüezi, Dankeschön. Seht ihr? So muss das sein. Ich mache langsam, die habe ich gehört, gesehen, machen kurz Platz. Und ja, heute guckt euch diese Aussicht hier an. Und das meine ich hier so mit runter. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf der Kamera. Vorne warten wir gleich mal auf Patrick. Mach hier einen Cut rein. Wahnsinn. Ja, das haben sie sehr schön gemacht hier mit dem Geländer. Also letztes Jahr, als wir hier durchgefahren sind, war hier kein Geländer. Da waren sie noch am Arbeiten. Die neue Brücke.
absolut episch. Absolut episch. So, weiter geht's. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Kurz auf Patrick gewartet. Ja, so wie hier sah das dann letztes Jahr auch da hinten aus. Abhänge hier rechts runter. Ohne Geländer. Das ist der sogenannte Panoramaweg. Tja, kannst du ja auch so, links oder hier rechts sehen. Ich bin beide noch nie gefahren. Rechts sagen immer gut, oder? Alte Nazi-Keule, komm. Ja? Kommt das GoPro aus? Nein, ich hab Jan, komm ins Internet. Ja, der Patrick meint er nicht so, ist ja mit Abstand tierliebster Mensch. Ein bisschen dumme Schwette, muss ich auch, mal sagen. Ach, was ist los hier, ey? Boah. Aber alles Hammer für Patrick. Und für mich natürlich. Das sieht aus wie hier so eine kleine Pro-Line und links die Chicken-Line. Es ist doch schön, mal vernünftiges Wetter hier zu haben. Wir sind Mittwoch angereist und hatten eigentlich nur Dauerregen, Starkregen, Nebel, Schnee. Wir haben uns ja auch ein bisschen gefahren, aber es handelt dementsprechend raus die Schweine. Und ja, heute hatten sie ja gemeldet, gutes Wetter. Und ja, die Jungs vom Wetterdienst haben nicht gelogen. Schauen wir mal, ich nachher nochmal den Epic Trail fahre. Und vielleicht noch den Technik Trail am Jakobshorn. Ich glaube, mehr werde ich heute nicht mehr schaffen. Patrick ist fix und fertig. Der wird gleich ins Hotelzimmer gehen. Witzi, Dankeschön. Das ist ja teilweise ein Truthahn-Geräusch. Gemischt mit so einem sterbenden Truthahn. Aber nur ganz am Anfang, wenn ich zum letzten ein bisschen länger gestanden habe. Boah. Thank you.
Achso, ja. Ich habe ganz am Anfang des Jahres, wie ich das Fahrrad gekauft habe, direkt auf Tubeless umgebaut. Und wie zu erwarten, bisher noch keinen Platten gehabt. Einfach ein mega geiles System. Schlauchlos, keine Platten mehr. Und selbst wenn man durch nicht drin ist, verschließt es nicht. Klar, dass der Reifen aufgerissen ist. Und ja, da verschließt auch keine Milch mehr. Dafür gibt es aber so Würste. Die steckst du dann quasi in das Loch rein. Schön tief rein. Kapi. Und ja, die verschließen das Loch. Ich hatte jetzt beim E-Bike bei uns zu Hause in Siegen habe ich mir den Mantel aufgerissen beim Bordstein hochspringen. Ja, Idioten, ja, wenn man dann mal nicht richtig hochhüpft. Auf jeden Fall war der komplett eingerissen, der Mantel. Da hat weder die Milch geholfen, noch so ein kleines Würstchen. Dann habe ich mir das neue Mäntel geholt. Keine Bergmäntel, also Geländemäntel, sondern eher so Tourenmäntel, weil mein Papa auch immer damit fährt, mein Cousin damit fährt. Und ja, dachte mir, komm, warst du die mal drauf, dann hat es die Straße und alle Waldwege. Ist dann auch angenehmer für die zu trampeln. War langsam, oh. Jetzt wird's steil und wurzelig. So, weiter geht's. Erstmal so, ja. Viel Spaß, Patrick. Der war noch mit Wasser auf die Schnauze gelegt. Heute viel. Ich kann da runterschieben. Ich weiß wenigstens, was Adler da gemacht hat. Ich habe dir ja schon gesagt, hier in der Großfabrik. Aber ich ziehe echt meinen Hut vor dir, dass du hier die Berge so runtergefahren bist. Auch wenn du teilweise mal geschoben hast oder so. Scheißegal. Du hast es durchgezogen, bist mitgefahren. Und ich glaube, du bist auch so ein bisschen bekloppt wie ich. Du lebst auch so ein bisschen dafür, fürs Biken. Und ja, ich ziehe meinen Hut davor.